Auch in Soul Games immer schlimmste Tode, wenn die Buddy blockt ist oder so. Kritischer Hase, Buddy blockte Nase. Again. Der eine ist ja sogar Level 4, sehe ich gerade. Kleiner haut ganz schön zu jetzt immer, ey. Nicht schlecht. Weltenstaub. Damit können Eigenschaften verschiedener Talismane verbessert werden. Und wenn ihr euch erinnert, dieser eine Talisman, den ich so feier, wo man seine Abklingzeiten direkt wieder bekommt, den kann man damit kaufen. Der Talisman, den wir aber jetzt drin haben, wo dann die Zeit verlangsamt wird, wenn man perfekt ausweicht, der ist sehr gut gegen die Valkyren, weil man bei denen sehr oft ausweichen muss. Man kann ja vor den Fights die Talismane wechseln. Ich finde halt den mit der Runenabklingzeit, der macht einfach eine Menge Spaß. Wenn jetzt einen Fight starten würde, ich könnte beide Runen benutzen, Talisman reinknallen, hätte direkt wieder beide Runen ab. Also kannst du einfach direkt am Anfang des Fights viermal Runen einsetzen. Das macht einfach Spaß. Und ihr habt jetzt gesehen, der Junge, der macht mittlerweile auch wirklich gute Sachen, ha? Der haut richtig rein. Okay, das zweite von rechts ist eins. Das zweite von rechts und das zweite von links und das da? Nee. Hier noch irgendwo eine, wo man nichts sieht auf den ersten Blick. Über uns. Aha. Und nochmal ein Abo. Ein saftiger, knaftiger Abo. Einfach noch zwei Äbbel, dann haben wir schon alle.
läuft doch einwandfrei, oder? So, und jetzt haben wir noch, auf der anderen Seite haben wir auch noch einen Bereich. Da gehen wir doch direkt auch noch schauen, oder, Chat? Chat me. Ich weiß noch, da war auch irgend so ein Tropfen, der uns wieder Stats gibt. Echt, schon 2.30 Uhr. Oh mein Gott, die Zeit vergeht, wenn man ein geiles Game spielt, ha? Huh? Oh, da ist er, der Tropfen. Der Tropfen. Ah, man muss erst von hier oben das kaputt werfen. Okay. Um 5.15 Uhr kommt Formel 1. What the fuck? Warum so unglaublich früh bzw. spät? Perfekt. Lass mich los, du Mistvieh! Ich komme nicht los! Na, jetzt habt ihr mal gesehen, das ist das, was passieren kann, dass der Junge so festgehalten wird von Gegnern. Aber das ist wirklich das höchste der Gefühle. Oder stirbt er, wenn man ihn nicht schnell genug befreit? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann befreit er sich wieder selber. Oh oh. It's time! Level 4. Easy, easy, easy. Ist das ein geiles Kampfsystem, oder? Oh mein Gott! Ah! Was wollt ihr, ihr kleinen Wegfurzen? Hä? Jetzt gibt's eine auf die Fresse, Digga! Na, so sieht's nämlich aus hier. Reine Essenz der Welten. Hochkonzentrierte Energie aus dem Raum zwischen den Welten verbessert einen mächtigen Talisman, kann in Weltenrissen gefunden werden. Und nochmal Weltenstaub obendrauf. Und 1500 Hacksilber. Oh, der Bre hat recht, Chat. PlayStation 5 sind wieder verfügbar. Auf Amazonarino. Sogar zu normalsterblichen Preisen. 480. Ne? Checkt mal ab. Und die Horizon-Edition gibt's auch. Also schlag dazu, wenn ihr möchtet. Der Verkäufer ist HKP. Hamburger Konzeptprodukte. Hm. Aber es ist halt wieder nicht direkt der Amazon-Händler, ne? Kann ja mal der Chat wieder recherchieren, ob der gute Wertungen und so hat. Aber gut zu wissen, dass welche am Start wären. So, irgendwo ist hier noch ein Odins Rabe. Ja, ist immer die Frage, kann das überhaupt Scam sein?
Und wenn da irgendwas passieren würde, tut dann der Amazon-Käuferschutz triggern. Ich bin halt da auch sehr vorsichtig. Ganz ehrlich, jetzt braucht auch keiner mehr die Konsole. Naja, doch. Ganz viele wollen immer noch gerne eine. ApoRed, seine Firma. Ach, da oben ist der Vogel. Guck mal. 11 von 51 Vögeln schon gefunden. Normalerweise Schaufenster. Kurios, Digga. Kurios. Bam! Swag. Ja, stimmt. Dass Sonntag die reinkommt, ist ein guter Call. Das ist schon sehr komisch, ne? Hast du recht. Rasender Frostriese, schwerer Runenangriff. Probieren wir mal aus den Aal, oder? 3 Schmetterhiebe. So, hier haben wir noch einen dritten Weg. Oh. Einfach schon 3 Walkürenkammern entdeckt. Oh, wie gern ich da rein würde, ne? Aber dann würde ich weinend wieder rauslaufen. Ich freue mich so heftig auf die Walküren. Die sind auch alle ein bisschen anders. Beziehungsweise größtenteils anders. Doch keine. Doch keine Träne. Ja, Fuki ist absolut ein Game, was man auf 100% spielen kann. Habe ich genauso gemacht. Auch alle Raben und so. Dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge. Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. TJ, ja, habe ich. Wichtig. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie trotzdem... Hey, Nexus Gaming, danke für den Raid, mein Süßer. Schönen Abend an deine Community. Also, gehen wir zurück nach Midgard? Zum schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen?
Wir zocken hier noch God of War Story, um uns auf God of War Ragnarök vorzubereiten. Wie meinst du das mit den Augen eines Kindes? Und dann noch mit 23 Monaten. Ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Ragnarök kommt genau in einem Monat. 9.11. Wieder da? Ihr wart beschäftigt. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Favniers Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super, danke Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Stimmt, es ist wirklich, an manchen Stellen ist es sehr dunkel, ne? Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von gerade einfach der Winkel. Breit gemacht. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, tut mir leid. Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. War der nicht ein Drache dann später, Chat? Ich glaube, der war ein Drache. So, die Welt Muspelheim freischalten. Haben wir 3 von 4. Das mit den Geistern haben wir schon gemacht. Und die Wetzsteine. Was kann ich für euch beide tun? Verlorene Gegenstände. Sie haben einige verlorene Gegenstände. Das sind Gegenstände, die Sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Drücken Sie Steuerkreuz rechts, um das verlorene Gegenstand zum Menü auszuwählen. Oh, wenn man nämlich manchmal Items aus Versehen übersieht oder sie unter die Map fallen, kann man sie hier mitnehmen. Auf Ehre. Ey, Mori, danke noch für die 5 verschenkten Subs. Danke, danke, danke. Chat, lass mal eine Nippi und eine Bombe für den Bre regnen. Vielen Dank. Herstellen, Talisman. Zum Aktualisieren aller Bodenabklärung. Ey, was ist denn da los, Digga? Hä? Erst haut er 5 Subs raus und dann direkt nochmal 10. Das verstehe ich aber gar nicht, Bruder. Er ist verdrückt oder was? Danke nochmal für die 10. Hustigi. Wir stellen den her. Das ist mein Lieblingstalisman. Ausrüsten. Gucken wir gleich mal, ob wir den Aal verbessern können. Einmal, ja. Lohnt sich das für 4 Stats mehr? Ich würde sagen, nee. Da tun wir noch ein bisschen sparen. Was können wir denn verkaufen? Artefakte. Boah, 14.000. Hier, grünen Schund. Alles weg damit. Noch mehr grüner Schund. Das Gold-Chat. Wisst ihr das noch? Braucht man dieses Gold für andere Sachen zum Craften oder ist das auch nur zum Verkaufen? Wisst ihr das noch? Bin mir gerade nicht sicher, ob man das braucht zum Craften. Oder ob es nur eine
Verkaufsressource ist. Braucht man zum Craften? Okay, da war ich mir gerade jederzeit willkommen. Nicht mehr sicher. Danke, Chat. Gehen wir's an. So. Und für den jungen Herrn. Das würde ich sehr gerne hier craften, aber wir brauchen zwei festen Stahl. Was fehlt noch? Das ist auch wirklich, dieses Game hat so ein geiles Crafting-System. Es ist einfach rundum perfekt, das Spiel. Ich komme nicht drauf klar, wie geil das Menü aussieht und die Grafik. Das Kampfsystem ist so geil, die Story ist so gut, die Vertonung ist so sick. Und boy! Ist einfach nur saftig, knaftig. Und dazu sind einfach, ja, die Items und so. Es macht einfach Laune, das Craften ist geil. Bruder, was willst du echt mehr? Was willst du mehr? Na gut, gönnen wir uns noch für den Jungen das Upgrade hier für den Clownköcher. Dann sind die Pfeile noch schneller ab. So, und dann gucken wir mal. Und komm, den Aal holen wir uns auch noch. Erhöht seinen Nahkampfschaden und wenn er Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Würde ich sagen, haben wir jetzt echt hier nochmal ein gutes Upgrade mitgenommen. Oh, und direkt ausrüsten. Ey, Mori, vielen Dank dir, mein Bester. Nochmal für 10. Insgesamt 25 Naschis rausgehauen. Ich hoffe, die Leute, die einen bekommen haben, bedanken sich bei dir. Vielen Dank dir, Mori. So. Gucken wir mal, was wir hier bei den Fähigkeiten noch machen können. Tue ich doch dann wirklich doch lieber die Runen upgraden. Der Ärger. Die letzten Upgrades kosten so viel. 6000 EP. Moin. Ich muss das wieder ausrüsten. Ich liebe den Amboss. Ich liebe das einfach, das Teil. Verbessere ich auch mal. Nochmal ein Frost mehr. Noch ein bisschen, dann können wir uns hier das Upgrade gönnen. Alter, wie gut die Rüstung aussieht von dem Jungen, oder? Schaut euch mal an, wie gut das Fell aussieht. Oh, das sieht aus wie echt. Bruder, ist das heftig. Also ich habe, glaube ich, noch nie in einem Spiel so detailliertes Fell gesehen. Wieso sehe ich Kratos auch in der Facecam? Weiß nicht, Bruder. Keine Ahnung. Vater, ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das ich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Montag bitte mit Strich im Gesicht. Mit roten oder andere Farbe, ha?
So, wir können jetzt auch das Portal zurücknehmen, ne? Aber wir nehmen den Bifrost. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Midgard ist der Mittelpunkt der Welten. Drücke Dreieck, um nach Midgard zurückzukehren. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Eigentlich verrückt, ja. Weil die Welten übereinander auf den Ästen des Weltenbaumes existieren. Oh, bin wieder full life. Ehre. Denn fühle ich, feiere ich. Aber teilweise kommen auch solche geisteskranken ApoRed-Sprüche, Bruder. Das ahnst du wirklich gar nicht. Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Mori. Nochmal mit dem 20. Der Junge hat Bock. Ein blindes Schweinfurz, gelegen dich mal etwas Trüffel aus. Danke dir, nochmal für 20, aber weißt Maurice. Du, was wirklich zählt? Gruß. Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Danke, danke, danke. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Oh, nochmal eine Nebenmission. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antvari. Er hat in den Völlunder-Minen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Wintern nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antvari findet, soll er euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. So, Chat, ich würde sagen... Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich... Nebenmissionstime! Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Wir machen beide. Und wisst ihr warum? Kennst du noch den Weg zu... Weil wir es können! Na klar! Wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. So, zeig mal her. Na, jetzt müssen wir nämlich dahin, wo ich vorhin aus Versehen reingefahren bin. Den Turm? Ich sehe keinen Turm. Weil ich schlau bin, bin ich da nicht weitergegangen. Na, das bisschen Hack selber. Nehmen wir noch mit. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Stimmt? Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Dem Raid später im Nebel? Ich weiß ja nicht, Green. Und jetzt könnten wir quasi mit dem Portal, könnten wir jetzt wieder da, wo wir gerade mit dem Schmiedzwerg geredet haben, da würden wir dann wieder rauskommen. Das können wir auch nachher machen, quasi, wenn wir hier zurücklaufen. Junge. Junge, Boy. Hier, Junge.
Interessant. Kasege. In genau einem Monat kommt God of War Ragnarök. Obwohl Kratos immer noch Boy sagt. Na, wahrscheinlich schon. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Wie kommt der vor uns hier hin? Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Gruselig. Lass mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des, MW2 werden wir auch zocken, ja. Was ist passiert? Hippi? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hatten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen wach. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Das ist YouTube. Die Version, die ich gerade spiele, ist auf dem PC. An einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Hat der Asen gesagt? Wie die Götter? Nein. Seid besonders vorsichtig da draußen, ihr zwei. Die Straßen bringen in letzter Zeit mehr als ihr übliches Kontingent an toten Arschlöchern hervor. Schon gemerkt. Und woher kommen die? Vielleicht war in Hel kein Zimmer mehr frei. Oder vielleicht zettelt Odi mal wieder Ärger an. Vielleicht haben sie sich auch einfach verirrt. Warum fragst du nicht einen, während er dir dein Gesicht abnagt? Wir sind vorsichtig. Sag ich doch. Brock. Was weißt du über die Schlange im See? Nur, dass sie verdammt groß ist. Klar. Kurz und knackig. Was steht da? Diese Runen lauten Tod im Inneren. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Ah, wir wären hier vorhin, by the way, sowieso nicht weitergekommen, weil wir das Item nicht gehabt hätten. Den Zwerg mit dem grünen Ring finden. Ah, als wäre nichts passiert. Kann der Cutter rausschneiden. Brock meint, oder auch sein nicht. Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Aber kurzer Nasenbluten-Moment. Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Brandspuren. Da auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Wie? Ich meine, ich suche weiter. Du spielst seit 7 Stunden auf 2K Max Settings. Ja, aber trotzdem. Trotzdem, Digga. NASA-PC. Unsterblich, Digga. Zack. Steam lädt ja auch Spielstände automatisch in die Cloud, ne? Ein Seelenfresser. Tötet der uns, war's das. Kein Valhall, kein Hel, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Gefährliche. Dann sei auf alles gefasst. Seht ihr die Hand oben bei ihm? Das ist die Hand von dem mit dem Ring. Mori,
Was ist denn los mit dem Bre? Mori, vielen Dank. Upsala. Nochmal für die verschenkten Subs. Seht ihr, jetzt kann ich direkt meine Runen wieder einsetzen. Mori, danke nochmal für 20 verschenkte Subs. Also, der meint's richtig ernst, Digga. Bitte nur was raushauen, wenn du was übrig hast. Nicht, dass du hier betrunken bist und irgendwelche Subbombs droppst. Komm her. Gut, ich komme. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank, vielen Dank. Die neuen Subs gerne bei ihm bedanken. Auf. Konzentrieren, Junge. Oh, nee. Irgendein Siegel kaputt gemacht durch die Wand. Lel. Ich sehe Fortschritte, hat der Papa gesagt. Wir werden Brocks Freund nicht lebendig finden, oder? Oh. Junge. Junge, Boy. Ah, jetzt haben wir die Schatzkarte für den Riesen gefunden, die wir gebraucht hätten, als wir das erste Mal da sind. Da müssen wir nachher, wenn wir wieder rauslaufen hier aus dem Gebiet, nicht die Kurzreise, die Schnellreisefunktion benutzen, sondern einfach ganz normal rausfahren. Heißt Atreus. Ist ohne Scheiß. Ich kenne ein Instagram-Model. Ihre Tochter heißt einfach Sansa, Digga, von Game of Thrones, weil sie ein riesiger Game of Thrones-Fan ist. Feier ich übelst ab, Digga. Einfach Sansarino. Mochte Sansa nie. Raus. Die hat so eine krasse Charakterentwicklung in der Serie. Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Den Seelenfresser besiegen. Oh,
Alter, wo ging der Stun-Balken denn hin? Einfach wieder weggegeben auf einmal. Okay, die waren jetzt irgendwie ziemlich schwer. Das war schwer. Also, weil es einfach viele waren. War ich noch bei meinem Lieblingsbarber? Naja, wenn du meinen langen Bart anschaust, wird die Frage dir, glaub, beantworten. Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Das hat ja viel Leben gegeben. Ein Zehntel. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Bereit machen! Das hat ja übelst Damage gemacht. Heilige Scheiße, lol. Das wusste ich gar nicht, dass man den so schießen kann. Lol, das war's? Omega Lul. Glaub es. Du bist stärker, als du denkst. Danke, Vater. Ist das der Ring des Alchemisten? Ui. Grüner Alchemistenring. Episch. Der Alchemist? Aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Wir sollten das hier zu Brock bringen. Das klatscht, Chat. Macher statt Lacher. So sieht es aus, Freakplay Games. Und noch eine neue Rune. Einen leichten Runenangriff. Zeig mal her. Oh. Gefällt mir. Schaut mal her, Chat. Hui. Stimmt, du hast recht, sonst ist episch überall immer lila, ne? Und legendär oder so ist golden. Irgendwie müsste man da noch hinkommen, oder? Ah, den Junge da hochheben. Der Dreierschlag ist doch besser. Denke auch, ja. Aber den muss ich halt immer aufladen. Und das kann ich einfach so einsetzen. Oder kann ich es auch aufladen? Ja, ne? Geil. Boy. Was steht da? Jawohl. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt.
Wir werden den Blauen fragen. Dante, ich spiele so gut wie alles. Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Es steht eine Belohnung zu. Einfach nur wieder zurück oder gibt es da noch Loot? God of War 3 nie gespielt. Muss ich vielleicht noch irgendwann nachholen. Der ist hinüber. Kann man so sagen, ja. Wie viel Prozent? Schwierig zu schätzen. 20% vielleicht? Vielleicht ein bisschen weniger? Schon ein sehr großes Spiel. Ich würde sagen, so ein Fünftel müsste passen.